Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, nach dem G7-Gipfel in Kanada lief US-Präsident Donald Trump amok. Er kündigte die Vereinbarung der mächtigen Industrienationen via Twitter auf und drohte erneut mit einem Handelskrieg. So weit, so schlecht. Die Bundeskanzlerin verkündete, Europa müsse sein Schicksal zukünftig selbst in die Hand nehmen. Meine Fraktion begrüßt ausdrücklich eine unabhängigere Wirtschafts- und Außenpolitik Europas gegenüber den USA. Aber was heißt das konkret? Wird ab jetzt zurückgetwittert? Meinen Sie wirklich, dass sich der Spaßvogel in Washington durch Strafzölle auf Harley-Davidson, Levi's Jeans oder Whisky beeindrucken lässt? Die einzigen, die das juckt, sind vielleicht die Hells Angels. Die Zeiten, wo der große Bruder USA mit Dollars um sich wirft, um deutsche Maschinen oder Autos zu kaufen, sind vorbei. Dies bedeutet aber auch die Zeiten, wo Deutschland durch gute Ingenieure, durch zu schwache Löhne oder aber auch Abgastricks die Weltmärkte erobert, sind ebenso vorbei. Strafzölle auf Autos könnten das Waterloo der deutschen Wirtschaft werden, denn die Automobilindustrie macht inklusive Zulieferer etwa 8% unseres Bruttoinlandsprodukts aus. Meine Fraktion hat immer wieder gewarnt, Deutschland verkauft durch seine unzureichenden Löhne und durch seine unzureichenden öffentlichen Investitionen immer mehr ins Ausland, als es von dort einkauft. Ich wiederhole es gerne, die USA sind nicht Griechenland. Es macht einen Unterschied, ob ein Schäferhund, ein Hamster oder ein Pitbull beißt. Trump macht manchmal, was er sagt. Ich zitiere, I throw a tax on every Mercedes-Benz rolling into this country, oder kürzer, no more BMW on Fifth Avenue. Dieses Wirtschaftsprogramm verkündete Trump bereits 1990 im Playboy-Magazin. Ich weiß, dass es regelmäßig die Fantasie männlicher Kollegen beflügelt, wie bei der Befragung der Kanzlerin, wenn ich aus dem Playboy zitiere. Allerdings war ich 1990 10 Jahre alt und hatte andere Interessen. Die Bundeskanzlerin verkündet ihre Europapolitik ja neuerdings auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Viel mehr Substanz als der Playboy hat das Europaprogramm der Kanzlerin aber auch nicht. Ein Kolumnist der Financial Times schrieb kürzlich zum G7-Fiasko, die Bundeskanzlerin habe keine Anstalten gemacht, die hohen Exportüberschüsse Deutschlands abzubauen. Dies sei eine der tieferen Ursachen für den Kollaps des regelbasierten Handelssystems und der Probleme der Eurozone. Es ist daher auch naiv zu glauben, Frankreich oder Italien würden so freundlich sein, durch eine Senkung von Zöllen auf US-Autos Deutschland aus der Schusslinie Trumps zu nehmen, nachdem die Bundesregierung ihn Jahre erklärt hat, dass Europa Deutsch spreche und sie gedemütigt hat. Die beste Antwort, die Deutschland daher auf Trump geben kann, lautet ein Mindestlohn von 12 Euro gegen Armutsrenten, das Hartz-IV-System überwinden, ein Verbot von sachgrundloser Befristung und ausufernder Leiharbeit und mehr öffentliche Investitionen in Universitäten oder digitale Infrastruktur. Sie würden die Lebensverhältnisse vieler hart arbeitender Menschen schlagartig verbessern. Sie würden die Binnenwirtschaft stärken, die Exportüberschüsse kontrolliert verringern und Europa einen. So geht Europe United. Die Bundeskanzlerin hat eine Rückkehr Russlands im G8-Format unter Verweis auf Völkerrechtsbrüche Russlands auf der Krim ausgeschlossen. Meine Fraktion kritisiert den Bruch des Völkerrechts, auch gegenüber Russland. Dies gilt unbeschadet der Fehler der EU in der Ukraine und der zunehmenden Einkreisung Russlands durch die NATO. Aber eine wertegeleitete Außenpolitik könnte in der Bibel fündig werden. In der Bergpredigt Jesu heißt es, warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Haben die USA nicht unzählige Völkerrechtsbrüche zu verantworten? Was ist mit dem Irakkrieg, den die Bundeskanzlerin einst befürwortete? Was ist mit der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA? Was ist mit den US-Bombardements in Syrien, welche die Bundesregierung begrüßte, noch bevor UN-Ermittler ihre Untersuchung zum potenziellen Einsatz von Giftgas durchführen konnten? Wenn das Völkerrecht der Maßstab der G7 ist, müsste sich das Gremium bald in G1 oder G0 umbenennen, und auch die Kanzlerin dürfte nicht mehr fahren. Ich möchte daher zum Schluss die Frage aufwerfen, ob die G7 nicht längst überholt sind. Die Weltwirtschaft
lässt sich nicht mehr ohne Länder wie China, Russland oder Brasilien erfolgreich gestalten. Wir brauchen daher eine Stärkung der Vereinten Nationen, eine neue Entspannungs- und Ostpolitik gegenüber Russland. Die USA wenden sich ab. Es ist daher im europäischen Interesse, die Sanktionen gegenüber Russland aufzuheben und zu einer Politik der guten Nachbarschaft zurückzukehren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.